Man konnte mit allen Kollegen über Arbeiten, über Projekte sprechen, was man macht, was heute unvorstellbar ist. Und dann gab es aber auch einen Kollegenkreis, da ging es also über das Kollegiale weit hinaus, da war es einfach wirklich schon Freundschaft, große Zuneigung. Also da gehört dann Sibylle Bergemann, Arno Fischer, Christian Borchert, Micha Weidt, Brigitte Vogt, also eine große Zahl von Fotografen, mit denen man ja auch über seine Fotos gesprochen hat, die noch gar nicht richtig fertig waren, wo man sagt, ey, warum gefällt mir das nicht, warum? Also wir haben uns richtig, richtig geholfen, also auch Standpunkte zu erarbeiten oder Standpunkte zu formulieren oder Herangehensweisen zu überlegen. Das war schon etwas, was man heute eigentlich vermisst. Also heute ist es einfach nur der Einzelgänger, ne? Der Einzelkämpfer. Ich wohnte in der Hannoverschen Straße 1 und das Eckhaus ist die Chausseestraße 131. Und er sang seine Lieder bei offenem Fenster, schallte über die ganze Kreuzung. Und wenn ich ihn singen hörte, hatte ich geh mal sehen. Natürlich, so wie Wolf Biermann immer zufällig seine Gitarre dabei hatte, hatte Roger Melis zufällig immer seinen Fotoapparat dabei und möglicherweise auch eine Lampe. Und so sind dann eben sehr, sehr viele Fotos entstanden. Ich bin dann hingegangen, weil ich ihn gehört hatte und eigentlich kann man ja auch mal wieder ein paar neue Fotos gebrauchen und vielleicht kriege ich noch eins, was noch besser ist. Bei dem letzten hat er sich so geärgert, weil er so eine schöne Jacke anhat und er sah so vornehm aus und er wollte eigentlich der Barde sein. Versuchst du mal als Barden zu kriegen. Ich habe das Cover von Biermanns Schallplatte, Chausseestraße 131, fotografiert und was bei CBS und Wagenbach erschienen ist. Und selbstverständlich stand da mein Name hinten drauf. Also ich habe nie ein Foto weggegeben, ohne mein Copyright da drin erwähnt zu haben. Ich fotografierte aber eben auch noch als Fotograf für die Sibylle, also Mode, und hatte Angst vor so kleinen Kulturredakteuren, die sagen, sag mal, ihr beschäftigt da einen Fotografen, der Biermann-Cover fotografiert? Sag mal, was hat denn der für eine ideologische Haltung? Also solche Fragen gab es da, sodass für die Platte A ja und warte nicht auf bessere Zeiten, also mein Name nicht mehr draufsteht. Die Fotos habe ich aber trotzdem noch gemacht. Also ich habe einmal in Biermanns Wohnung die Cover fotografiert, aber ich habe auch dieses quasi legendäre Foto gemacht. Havemann, Biermann, Helga Maria Novak, Kirsch, Fries und so weiter, alle in dieser Ofenecke in Biermanns Wohnung. Also ein vielfach strapaziertes, also vielfach genutztes und gezeigtes Foto. Das ist einfach aus so einem Spaß und aus so einer Zufälligkeit. Und ja, und in Biermanns Wohnung, die war schön hell, da konnte man eben immer fotografieren, da ging das. Der Prager Frühling, der Zusammenbruch des Prager Frühlings war von äußerster Depression, also es war eine schlimme Vorstellung, wieder in diese Hoffnungslosigkeit zu verfallen. Bewunderung für die Studenten in Paris, die opponiert haben, aber eigentlich die Westberliner Studenten, der Muff von 1000 Jahren unter den Talaren, also dieses Aufbegehren gegen die fast noch mit Nazi-Vergangenheit behafteten Lehrkörper. Also das war eine Hoffnung auf der einen Seite und verstärkt aber wiederum die Einsicht, dass so etwas in der Deutschen Demokratischen Republik nicht passieren kann, dass da jede Art von Widerstand radikal gebrochen wird. Mitte der 60er Jahre gab es ja also auch schon die junge Leute lesen Lyrik und Wolf Biermann war also auch Ende der 60er Jahre kein unbeschriebenes Blatt mehr und seine Gedichtzeilen und seine Zeilen und seine Lieder machten schon großen Eindruck und waren eben auch der Anfang eines Aufbegehrens. Also es gab schon genug Zorn. Der Rückzug war langfristiger. Ich meine, die Einschnitte fingen ja 1961 mit dem Mauerbau an, nicht? Dann kam 68 und also diese Depression. Aber man hat ja immer gelebt und gesagt, ich will was machen, ich will auch was verändern. Also man hatte seine Aufgabe. Also ich sah keine Notwendigkeit für mich wegzugehen, aber
Die Bomben schlugen immer dichter ein. Natürlich sage ich jederzeit, wir haben auch in einer Nischengesellschaft, wir haben uns unsere Nischen geschaffen. Meine Existenz, zweite Existenz in der Uckermark, die entstand einfach daraus, dass ich keine Lust hatte, nach Bulgarien in Urlaub zu fahren. Dass ich keine Lust hatte, irgendwo anders an der Ostsee mich zu tummeln, sondern ich wollte irgendwo in einer schönen Landschaft, da hinter jeder Anhöhe ist ein kleiner See, Endmoränenlandschaft, gedacht, da möchte ich gerne in einem Haus bei einer Bäuerin irgendwie so zwei Zimmer, und wenn man die am Freitag anruft und sagt, wir kommen, dass sie dann den Ofen heizt und dass man da dann eben im Winter einfach irgendwo hinfahren kann. 1982 bekam ich den Auftrag von Geo Hamburg. Ach, willst du nicht das Erzgebirge fotografieren? Oh ja, will ich, klar. Den Text macht Erich Löst und du kriegst auch den Text, und an dem Text kannst du entlang fotografieren. Und Recherche musste ich ansonsten selber machen. Und der Text war heimatlich, der war also nicht aufmüpfig. Er berührte die wahnsinnigen kranken Lärchen und Bäume an der tschechischen Grenze, also an den Bergkämmen, also wo von Chomutov die Abgase rüberkamen und der Wald, also das Waldsterben wirklich in dramatischen Bildern. Ich habe auch bei der Auswahl der Bilder dann immer ganz darauf geachtet, dass also dieser Tod, dieses Gerippe, ein ästhetisches Aussehen hat und nicht nur ein chaotisches. Also ich habe da selbst da also so eine Art Zensur gemacht in der Bildauswahl. Ja, das habe ich gemacht und dann erschien das Heft auch, und das war dann irgendwie Ende 82. Und ich weiß nicht, wurde ich zur Chefredaktion gerufen oder wurde es mir nur mitgeteilt? Bei der Wochenpost, dann kam ich in die Wochenpost, wo ich eigentlich so ein ständiger freier Mitarbeiter war und immer mal für den Journalisten, mit dem Journalisten eine Reportage gemacht habe, dann mit dem anderen. Also ich war dann ein bunter Hund oder ein bekannter Fotograf neben zwei anderen. Also. Und dann wurde mir aber von der Chefredaktion mitgeteilt, mit dem heutigen Tag kein Auftrag mehr, geht nicht. Mit dem Staatsfeind Erich Löst, nicht die Bilder waren es, auch nicht der Inhalt der Bilder, also das traurige Aussehen der sterbenden Wälder und so, das kam überhaupt nicht ins Gespräch. Die Bilder waren es nicht, sondern es war die Zusammenarbeit mit dem Konterrevolutionären Erich Löst. Und wenn im Berliner Verlag, und die Wochenpost war ein Organ des Berliner Verlages, dann gab es für den ganzen Berliner Verlag eine Auftragssperre. Und von Stund an bekam ich bis 1989 nicht einen einzigen Auftrag aus dem Berliner Verlag mehr. Die Königsdisziplin hört sich schön an. Es ist die Neugier, es ist der Reiz, also zu Leuten Kontakt zu haben, Leute kennenzulernen, es in Übereinklang zu bringen, das Erlebnis und das Abbild der Person. Das klafft ja dann meistens doch eine ganz große Lücke. Aber den Ehrgeiz zu haben, die Person, so wie man sie erlebt, auch in Bildern festhalten zu können. Und das macht ganz großen Spaß. Und für mich fängt das Fotografieren, das Porträtieren einer Person mit dem Druck auf den Klingelknopf an. Ich klingel, und wenn die Tür aufgeht, wie die Person sich mir nähert, also devot oder was wollen Sie denn oder, da fange ich schon an, mir ein Bild zu machen. Ich bin ständig bemüht, das Vertrauen meines Gegenübers zu erwerben. Und das Fotografieren von Persönlichkeiten, das ist ein Rollenspiel. Entweder signalisiert mein Gegenüber mir, ich beherrsche die Situation, ich erzähle jetzt mal lauter tausend Geschichten und gebe mich so locker und enthemmt, und du brauchst ja dann immer nur auf den Knopf drücken, du kriegst schon deine Fotos. Oder jemand ist verschlossen, und in dem Augenblick fällt einfach die Rolle an mich, ihn quasi zu unterhalten und zu öffnen. Ich habe erstmal noch keine Vorstellung, wie jemand auf dem Foto, auf meinem Foto nachher aussehen soll, sondern ich warte, was da kommt, und ich habe aber keine Erwartung. Also ich stehe unter keinem Erwartungsdruck, sondern manchmal ist es dann schon gewesen, dass ich nach
10, 15 Minuten wusste, kein Problem. Also hier sind schon alleine so viel, wirklich eine ganze Menge guter Fotos mir gelungen, aber ich mache jetzt weiter. Es ist der 4. Kleinbildfilm, ist der 5. Kleinbildfilm, also mehr als 250 Aufnahmen gemacht, spielt keine Rolle, er fühlt sich nicht bedrängt, also mach weiter, es kann nur besser werden. Und bei anderen Personen ist es so, dass man seine 2 Filme schon verfotografiert hat und hat das Gefühl, man ist immer noch, man kommt einfach an die Person nicht ran. Also da ist, bleibt eine Glaswand, es bleibt eine Wand zwischen dem Fotografierenden und dem Fotografierten. Und dann gibt es noch so eine Geschichte, gerade wenn man Menschen sehr mag, also so richtig mit so einem großen Gefühl der Zuneigung fotografiert und man guckt sich nachher die Kontakte an, ist so enttäuscht, dass da einfach nur ein schwarz-weißes, zweidimensionales Abbild da ist und nichts mehr von diesem intensiven Gefühl. Also, weil Gefühl lässt sich eben nicht fotografieren. Es ist, also da fällt einem dann ganz häufig die Auswahl doch sehr schwer, weil man gefühlsmäßig sucht und nicht findet. Ich hatte jetzt also einen Termin bei ihr und da bekam ich all die Posen, aufgeklappte Bücher, aus denen sie vorlas und Seitenblättern und am Bücherregal stehen und an die Schreibmaschine setzen und so über den Schreibtisch und sie guckt dann von der Schreibmaschine hoch und das genau wollte ich alles nicht. Aber sie ließ sich also kaum davon abbringen. Ich habe es dann, natürlich kann ich nicht sagen, wenn einer sagt, so möchte ich gerne fotografiert werden, kann ich nicht sagen, nee, das mache ich nicht. Also, sondern ich habe es gemacht, ich habe es eine ganze Weile gemacht und dann gibt es also so eine Regel, aber ich glaube, zu der Zeit wusste ich das noch nicht, dass ich mir einfach den unbequemsten Stuhl im Zimmer suche und setze die Personen darauf setzen. Sie setzte sich dann eigentlich an den Stubentisch, also auf den Stuhl und ja, und hatte irgendwie so einen, ach junger Mann, wenn Sie doch bloß fertig würden, also das ist eigentlich die Geste, nicht? Sie sitzt so da und sagt, ich habe aber keine Lust mehr, ich möchte nicht, wann sind Sie denn endlich fertig mit dem Fotografieren? Also Stefan Hermlin wusste genau, wie er fotografiert werden will, setzte sich hin, überschränkte seine Arme, nahm die Pfeife. Das habe ich im Abstand von 30 Jahren 3-mal fotografiert, immer mit dem Abstand von 10 Jahren. Nicht, wie er da sitzt, wie er in eine Pose verfällt, aus der auch kaum rauskommt. Das ist er aber letzten Endes. Also da ist die Schauspielerei das auf den Punkt gebrachte Ich. Ich nehme die Leute ernst und ich nehme natürlich einen Arbeiter oder einen Schornsteinfeger in nichten weniger ernst als einen jungen Lyriker oder einen älteren Lyriker. Ich hatte grundsätzlich die Auffassung, sieh zu, erkunde es, geh in die Situation rein, dann kriegst du auch deine Bilder. Ich habe seltenes Handwerk fotografiert und bin morgens um 7, weil mir wurde gesagt, er fängt um 7 an, zum Seifensieder gekommen und habe ihn auch schon beim ersten Arbeitsgang getroffen und habe sofort angefangen, Lust zu fotografieren. Und dann ging er Mittagessen und dann kam er zurück und sagte, sagen Sie mal, wie lange wollen Sie denn hier eigentlich noch? Und da sage ich, naja, also wann ist denn Ihre Seife fertig? Na, um 17 Uhr, dann wissen Sie, wann ich gehe. Und das ist, da fühlen sich die Leute ernst genommen. Die merken, halt mal, da interessiert sich einer, da will einer was machen, da will er es genau machen. Und je tiefer man in eine Geschichte eindringt, desto mehr kommen die Fotos an die Situation ran. Der Beginn der Arbeit an diesem Buch war von meiner Seite, Gott, wer interessiert sich denn überhaupt für die Bilder? Was soll das? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr davon 1000 Exemplare verkauft. Und jetzt bin ich davon überzeugt, also oder bin überzeugt worden, dass die Bilder den Leuten doch sehr viel Geschichten erzählen und Einsichten vermitteln, wie etwas gewesen ist. Und da bin ich an der Stelle, was ja nun mal die edelste Passion eines Fotografen sein müsste, Chronist seiner Zeit zu sein. Und dann war ich eben ein Chronist von 1960 an.